Hi meine lieben Brudis und Freunde und willkommen zum neuen Part von Let's Play Yassis Crafted World. So, ihr seht schon, ich bin motiviert as always. Wir zahlen hier die 10 Grinseblumen und begeben uns ins Ninja-Palast. Schön, dass ihr wieder angezahlt habt zu dem neuen Part. Ihr werdet es nicht bereuen, weil ich sag's mal gleich am Anfang, es wird grinsig werden. Weil Ninjas ist so eine Sache, bin ich nicht so hyped drauf. Dieses ganze Ninja-Söckchen interessiert mich nicht wirklich. Und was mich nicht interessiert, mache ich automatisch nicht gut. Also Quins pur. Diese Logik fahren wir einfach. Ihr seht, meine Zelda-Cap hier, die wird jetzt Standard. Früher hatte ich ja meine NES-Cap. Die habe ich aber leider Gottes dann irgendwann im Flieger liegen lassen. Deshalb hier jetzt Zelda-Cap. Aber Zelda-Cap ist auch nice, ne? So sieht's aus. Und, ah ja, gut, machen wir erstmal hier und hauen uns in das Haus der Trügerissen Türen rein. So, ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's gut. Ich bin so richtig motiviert. Ich nehme jetzt wirklich ein paar Folgen am Stück auf und ich kann erst gar nicht sagen, wie motiviert ich gerade bin. Ich weiß auch nicht wieso, aber ich bin's einfach gerade. So, das Spiel macht natürlich auch erst Spaß und ey, du hast hier so eine Ninja-Axt, mit der du auch noch auf mich schießen wolltest. Das finde ich zwar nicht so erste Sahne. Oh, lol. Ah, damit kann man jetzt hier so drehen. Das denke ich auch, lol. So, vor den Dinger muss man immer aufpassen. Weil die können einen das ganz schnell irgendwo hin befördern. Ist hier irgendwas? Ja. Ich helfe, gibt es irgendwo eine Grinseblume, die ich einfach komplett übersehen habe. Nee, drin glaube ich nicht. Ist sie. Ja, man sieht hier halt nirgendwo irgendwas. Es ist wirklich nur während man hier drin ist, aber wo? The fuck? Ist doch irgendwo hier draußen, ne? Keine Ahnung wo, irgendwo hier soll hier eine Grenzeblume sein. Aber ich hab kein blassen Zimmer. Wo die sein soll, however. Aua, das war nicht nett von dir, aber ich hab sogar eine Idee, wo die sein könnte. Ah! Ja, natürlich, hier oben ist die. Ja, soll ich das riechen oder was? Nope. Danke dafür. Also, wir haben mich dort mit so einem Size-Up-Stessen direkt getötet. Weil ganz ehrlich, ne, sowas einfach nur uncool. Ich dachte, hier gibt's doch safe. Ah, Mann, Moment. Ah, gut, das war nämlich mal der erste Schritt. Ich verstehe das System. So. Aber gesagt, ich will jetzt noch immer mal reden, sonst wird es für euch hier langweilig. Nehme ich mir tatsächlich auch vor. Ach, sie halt nicht, wenn hier irgend so ein Spaß dahinter ist. Nehme ich ja, wie gesagt, ist auch brennend. Ey, ich bin ja. Brennend vor, das zu tun. Aber wie gesagt, man muss mich konzentrieren. Das presst halt unter Umständen mal ein bisschen weniger. Aber ja, ich will auch wieder so Off-Topic-Themen eigentlich reinbringen. Weil ich das Projekt auch machen. Aber wie gesagt, eigentlich wollte ich den Montag schon raushauen. Ich hau das heute jetzt hier am Dienstag schaff. Wenn ihr das Video seht, ob ihr das letzte Stuff werdet, ihr dann sehen. Eine Ausgabe der Handle News, wo es
Oh, scheiße. Ja, leck zum Arsch, da habe ich keine Wolle mehr. Okay, da habe ich nicht aufgepasst. Gut gemacht, David. Ich hätte mal kurz aufpassen sollen. Egal, scheiß drauf, da gibt's die nächste. Aber warum erst Wolle? Ja, hier, Wolle. Die hätte ich jetzt da gerade gebraucht. Irgendwie habe ich jetzt auch voll viel davon eingesammelt. Habe ich so viel jetzt wirklich einfach verplempert? Hm. Läuft bei mir. However. Ja, wie gesagt, so mehr Community-Stuff. Mal runter hier. Werde ich definitiv machen. Scheiße, Ninjas. Ja, genau. Wie soll das denn zeitlich machbar sein hier? Ey, das ist doch wieder hier so ein Mäusekotzen, wirklich. Nee, das ist halt schon wieder, da kommt rein und regt es wieder auf. Das ist so wie jeden Morgen, wenn ich mal eine Klasse gehe und dann da irgendwelche behinderten Leute da vorne stehen, ja, man ist Lehrer, die einen mit dem Testentag versauen. Da denkt man es auch nur so, nee, jetzt geh rein und ab, am liebsten gehst direkt wieder raus, einfach kein Bock. Ja, hier wollte ich halt auf die Tür, ja. Nach der dritten. Ja, das fliegt Jossi. Ja, es geht Jossi ganz gemütlich hier. Ey, was ist denn hier los? Ja, komm mir das mal hier ein bisschen so sneaky erzählen. Überall kommen da irgendwelche komischen Psychos raus. Also, die sind erst wie die Pest. Nur noch schlimmer. So, hier drehen wir uns A um. Aua, danke dafür. Kommen wir ins Schlüssel oder was? Oh nee. Geht das Schlüssel, die Schlüssel ist auch rein. Ach, da unten ist er, ja. Okay, jetzt fragt es nur. Wie kommen wir da sind, wir müssen hin. Vermutlich ist, was man irgendwie mit Wolle holen. Nee, oder einfach man geht hier runter. Was bist denn du für einer? Ist das. Nee, das ist nix, oder? Irgendwie. Ja, doch, ist das so ein. Nee. Ich dachte, das wäre so ein Ding, wo man halt wieder so runter kann. Vielleicht hilft das hier mir weiter. Naja, zumindest gibt es einen Haufen Münzen auch schon mal was. Hä, wie zum soll man eigentlich da runter? Ich sehe schon, wie der Schlüssel ist, aber ich sehe nicht, wie man da irgendwie hinkommen soll. Hier scheint es ja auch kein Weg zu geben. Hier kommt man auch nicht durch, ne? Hä? Oh nee, come on! Gut, dass hier drin wieder neue Wolle gibt, sonst wäre ich jetzt dezent am Arsch. Da geht, glaube ich, doch links, da rest da so ein Weg vorbei. Weil da ist es ja noch ein bisschen gelb markiert, wenn man was haut. Bruder! Verstehe ich, was hier für ein Ball? Da kann man irgendwie auch oben drüber vorbei, nicht, ne? Ne, die wollen schon, dass man hier durchgeht. Vielleicht man das Schlüssel irgendwie hier, den Zwirknall hier irgendwie reinwirft oder so. Ist dann da an die Wand und dann zurückknallt.
Sag, was ist denn das hier für eine Stelle? Wird nicht total einfach und ich blick's nur einfach nicht. Bin ich jetzt komplett dumm? Ja, hier gibt's doch kein Unter, hier gibt's doch nichts, dass immer nach unten kommt oder so. Was soll man denn hier machen? Komm, jetzt werden wir auch klären. Meine Linksprung und sonst was hilft ja auch nichts. Versteht das nicht? Alter, oder muss man hier doch raus? Hä? Was fallen die hier von ein? Ich meine, klar, was die wollen, wenn irgendwann ein Schlüssel kommt, aber wie? Da bin ich jetzt einfach auf einem komplett falschen Fuß. Ich bin der festen Überzeugung, dass man jetzt da rein muss und jetzt hier drin erst irgendwie weitergehen muss, aber ich weiß nicht wie. Man sieht halt auch nichts, ob hier oben noch irgendwas ist. Das ist jetzt auch nichts hier. Die Tür bekommt man sonst auch nirgends wie auf. Hä, was wollen die hier von allen? Wie soll man den scheiß Schlüssel kommen? Der, ich meine, ich sehe den schon so nicht. Aber ich verstehe diesen. Ich komme da erst nicht weiter, ne? Was ist denn das für ein Level? Haus der türkischen Türen. Ja, oder wir hätten, die hätten da irgendwie nicht lang gemisst, aber das ist doch auch komisch. Hä? Ja, das ist ja erst verwirrend, Aber ich glaube, mit dem Schlüssel hatten andere auch ein Problem. Weil die da auch mehrmals zurückgetan haben, aber wir werden es sehen. Wie zum. Ach, jetzt lad doch mal, du scheiß Internet, ey! Wenn ich mal so einer verdammten Sache hier. So, wie kommt man da zu diesem scheiß Schlüssel dran? Ich bin ja so dumm. Es ist einfacher, geht's gar nicht. Ein Like ist ein Mitleid für diese Scheiße. Junge. Soll ich das riesen? Soll ich diesen Müll wirklich riesen? Wie was anderes ist das? Da geht doch weg, ihr Scheißficker. Aber nee. Ich meine, hey. Ist klar. Ist so klar. Diese Bums eigentlich so einfach geht, da man logisch drüber nachdenkt. Ey, ist ja nicht feierlich hier. Aber ihr seht es, jeder macht mal nur überlegte dumme Sachen, Fehler, whatever. Und überlegt halt überhaupt nicht mit. So wie es jetzt zum Beispiel gerade, ey, das ist ja echt peinlich. Nope, nope. Ja, komm, du, der letzte sticht mich da natürlich mit seiner kleinen Lanze hier. Ja, ist gut. Dann komme ich bestimmt nicht ohne Grund hier die ganzen Dinger nachgeschlittert.
irgendwie. Jogol, hier geht es mal nicht mal aus, oder wie? Ah, super. Achso, kommen wir hier, auch geil. Das heißt, die machen hier so. Machen dann nochmal diesen Bums hier, machen dann hier so, gehen dann drauf. Machen dann hier so, machen dann das. Nein. Danke. Oh nee. Und jetzt halt kommen wir hoch. Ah. Ich muss mir erstmal überlegen, ob das so Sinn macht, wie man es eigentlich machen müsse. Dann drauf zu kommen, dass. Wirklich, die Style mit dem Schlüssel gerade. Die hat bis so. So derbe Hardware gerade getriggert. Das glaubt ihr nicht. Und das, obwohl das doch vermutlich so eine einfache Stelle war, ey. Ich komme da nicht drauf klar. Das ist. Oh nee. Nee, also mit. Sowas könnt ihr mit S bekommen. Sowas. So derbe, mit sowas könnt ihr mit S bekommen. Ich meine, wie soll man denn auch hier irgendwie mit sowas rechnen? Was? So simpel und trotzdem dann zu blöd dafür, ey, das ist ja. Das ist ja nicht mal feil. Komm, wir sehen jetzt heute noch so ein Absatz von den Paten, schönes Kostüm und dann erstmal genug Justice Crafted Wolf von dem Party, ey. Nee. So, komm, eins machen wir. So, wer das Gescheite sehen hier. Kann so ein Trostpreis. Na gut. Normal ist normal. Normal ist gleich als Trostpreis. Ja, man kann ja so Outfits anziehen, dass. Sauer, das ist das in den nächsten Parten vielleicht auch vermehrt mal wieder machen. Mal sehen. Hashtag mal sehen. Hashtag werden wir sehen. Das war's für den Part mit Justice Crafted World. Im nächsten geht's weiter. Macht's gut, bis dahin. Und ciao, Leute.